Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf dem Portal vom Liechtensteiner Vaterland, von Komu.tv und weiteren Portals im Internet. Wir sind hier beim Empfang von der Tina Weirater. Sie ist die grossartige Bronzemedaillengewinnerin für Pyeongchang. Sie hat eine lange Durchstrecke vom liechtensteinischen Sport, vor allem vom Skisport, beendet und endlich Liechtenstein mit der Leila beschert. Und wir sind da natürlich spannungsvoll am Warten, bis Tina Weirater eintrifft. Noch ist sie nicht da, aber es hat schon recht viele Leute, wenn man da im Umkreis schaut. Alle begeistert, alle sehr erwartungsvoll. Natürlich möchten wahrscheinlich alle ein Foto, wenn es geht, verwünschen mit der Tina Weirater, mit der glücklichen Medaillengewinnerin. Bronze im Super-G war schon, glaube ich, nicht einfach bei den Olympischen Spielen so in Pyeongchang. Nein, es ist überhaupt nicht, generell nicht einfach, wenn man als Favorit dort hinkommt. Wenn man schaut, wer das gemacht hat, sind ja nur ganz wenige und die meisten versägen in dieser Situation oder haben einfach auch das Glück nicht an dem Tag. Das muss man natürlich auch haben. Aber einfach auch eine extreme Nervenstärke, dass man es durchsteht. Du hast mir auch erklärt, sie hat ja eine wirklich schwierige Vorgeschichte im Zusammenhang mit Olympia gehabt. Es hat sicher auch noch dazu beigetragen, dass es noch schwerer war. Ja, sie hat im Prinzip noch gar keine Erfahrung gehabt bei der Olympiade, weil sie jedes Mal sich vorher wehtun hat. Und sie ist jetzt ihre erste Olympiade gesehen, wo sie als Medaillenanwärterin hingekommen ist. Und es ist für sie alles völlig Neuland gewesen. Jetzt glauben wir es natürlich gleich geniessen. Vielleicht einen Abschluss. Hast du schon können in den Arm nehmen, nachdem sie zurückgekommen ist? Oder das erste Jahr heute, das erste Mal, nachdem sie die Medaille gewonnen hat? Nein, ich bin in Zürich gefahren und habe sie gestern am Flughafen abgeholt. Okay. Wie haben Sie das erlebt als Staatsoberhaupt? Ja, es ist eine Riesenfreude. Gehofft hat man natürlich, oder? Man hat mitgefiebert und das ist der Tina, die so eine sympathische Figur ist und so gute Botschafterin für unser Land, dass die da die Medaille macht, das war schon eine gigantische Freude für die ganze Familie und auch fürs Land. Ich meine, das ist was Besseres, konnte man sich nicht erwarten. Und ja, es war ja fast noch die Silbermedaille. Wie haben Sie das vor 30 Jahren erlebt und jetzt kann man sagen, die Emotion ist fast gleich groß heute oder ist sie dann noch ein bisschen intensiver? Ich würde sagen, ist ungefähr gleich groß. Ist schon damals ja auch unglaublich gesehen und jetzt wieder, also nach 30 Jahren. Und mein Gott, der Willy Frommelt ist ja schon eine unglaubliche Sache gesehen, oder? Und der ist ja der erste eigentlich, der wirklich den Durchbruch geschafft hat und den Frommels und die Wenzels und also Weirat, also ja, ist toll. Sie sind richtig natürlich Sportszene drin. Ich habe sie getroffen 1976 in, kann mich noch erinnern, Olympische Spiele in Innsbruck. Ist für Sie, sind Olympische Spiele für Sie auch ganz Spezielles in der Sportwelt? Ja, es ist natürlich, nachdem es schon nur mal alle 4 Jahre stattfindet, oder? Und so viele Länder mitmachen, so viele Staaten, ist es natürlich schon etwas Besonderes und natürlich die Konkurrenz unglaublich groß. Und da, ja, die tun alle auf Olympiade hin sich trainieren, oder? Das ist schon irgendetwas Besonderes. Das ist da, das Medieninteresse weltweit ist natürlich nochmal ein anderes als vielleicht der Weltmeisterschaft. Wie genüsst haben Sie das genossen? Man hat Ihre emotionalen Worte vorher gehört. Wie haben Sie es innerlich genossen, der Medaillengewinn von der Tina? Ja, also für mich eine unglaubliche Genugtuung, wenn man weiß, wie Tina so unglaublichen Einsatz gezeigt hat, viel Verletzlichkeit. Also mir ist alle wahnsinnig gefreut. Und wirklich, man gönnt sie. Es ist so eine sympathische Person und so ein guter Botschafter für unser Land. Also ist jetzt so. Und bei den Interviews und alles macht sie fabelhaft. Also das ist schon toll. Ja, durchlaucht, ja, wir sind auch zu einem ganz speziellen Anlass. Wie haben Sie den Medaillengewinn von der Tina Weirater erlebt? Ja, ich war natürlich begeistert, dass nach einer so langen Periode, ich glaube es waren 30 Jahre, es endlich wieder geklappt hat mit einer Olympiamedaille. Marco Büchel war ja auch sehr erfolgreich, aber leider hat es nur bei ihm zur Weltmeisterschaftsmedaille und nicht Olympiamedaille gereicht und so war die Freude natürlich riesig. Also haben Sie es natürlich live mitverfolgt, von dem Gang jetzt raus aus Ihrem Wort, was Sie da vernehmen? Ja, ich wollte eigentlich es live mitverfolgen und dann bin ich dann doch eingeschlafen.
Ich habe aber am nächsten Tag bin ich mit meinem Sohn, wir hatten ihn gerade hier und haben eine Skiwoche mit ihm gehabt, bin ich Skifahren gegangen und da muss ich gestehen, dass ich es dem Skifahren zuliebe dann doch nicht durchgeschlafen bin. Und da habe ich es dann gleich in der Früh dann angeschaut und das kann man mit den neuen Medien zum Glück machen. Ja. Was bedeutet das für unser Land, wenn ich sage Liechtenstein als mit knapp 40.000 Einwohnern und dann gegen die großen Nationen und jetzt scheinen wir im Nationenranking auf? Ja, es ist natürlich eine hervorragende Werbung. Ich sage gerne, dass unsere Spitzensportler mit auch zu den besten Botschaftern des Landes gehören. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Man wird natürlich von allen Seiten auch auf sowas angesprochen. Ich habe zum Beispiel gehört von jemandem aus den USA, der das genau verfolgt hat und sich dann gemeldet hat. Also man sieht, wie die Reichweite geht. Also hat nicht nur Tina Weirat Gratulationen erhalten, sondern auch das Fürstenhaus. Ja, wir haben auch entgegennehmen dürfen, stellvertretend und werden das gerne heute dann weitergeben. Okay, wir erwarten jetzt gleich mal Tina und dann genießen Sie bitte den Abend und danke für das Gespräch. Ja, danke auch. Merci. Ja, jetzt geht es gleich einmal in die entscheidende Phase. Jetzt kommt dann die großartige Medaillengewinnerin Tina Weirat. Wir erwarten Sie natürlich da. Die Leute sind gespannt. Die meisten sind mit rot-blauen Kappen ausgestattet. Also sie leben in Liechtenstein heute. Ich glaube, so viele Liechtensteiner, die sich heute zu dieser Fahrt bekennen, habe ich selten einmal gesehen. Tina noch in Südkorea und gleich ist sie da in Chan. Tina ist im Anmarsch. Tina, 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 Tina. Da ist sie. Unsere Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Tina Weirat. Aber sie strahlt nicht nur in Bronze, sondern für uns in Gold. Tina, man hat immer gesehen, die Österreicher feiern so wunderbar. Dein erster Eindruck jetzt von da? Ja, ich bin jetzt sprachlos. Nein, wirklich, Wahnsinn. Also es hat letztes Jahr schon Empfang gegeben für die WM-Medaille und ja, jetzt bin ich jetzt voll baff. Es sind so viele Fahnen da und es ist auch in Pyeongchang, es ist doch an der Olympiade noch mehr das Land im Vordergrund. Nicht der Athlet und nicht der Verband und die Sponsoren, sondern das Land. Und genau so habe ich mich auch dort gefühlt irgendwie. Also es ist, ich habe mich so jetzt als eine Exotin gefühlt, weil ich für so ein kleines Land war. Und umso schöner ist es dann, wenn man so die grossen Nationen schlagen kann. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl gesehen. Ich habe so schon bei der Verabschiedung gespürt, das sind alle so euphorisch, aber positiv. Nicht jetzt, dass man einen grossen Druck auferlegt, sondern einfach so eine riesige Freude, wenn es gut geht. Und das habe ich versucht mitzunehmen. Daniel Risch, vielleicht ganz kurz zuerst. Du bist in Südkorea gesehen bei den Olympischen Spielen, aber du hast die Bronzefahrt verdient. Nicht gesehen. Wie geht das?
Also ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie live am Fernsehen gesehen. Wir sind Dori kreist für die Sportministerkonferenz und für die Eröffnungsfeier und eigentlich für ein Riesenslalom. Er ist leider dann verschoben gewesen und bis zum Super-G sind wir schon wieder im Lichterstar gewesen und insofern habe ich dann live am Fernsehen können mitfiebern. Das heisst, Fröde ist natürlich überhaupt nicht trübt gewesen? Er ist nicht trübt gewesen, ist einfach ein bisschen nachgesehen, denn ich habe nicht so in Partystimmung wie vielleicht am Untertags, ja. Du hast, glaube ich, sonst noch gerne ein paar Worte, die du möchtest, richten. Ja, vielen Dank. Ich möchte alle herzlich begrüßen, liebe Tina, der Klauchter, geschätzte Vertreter von Land und Gemeinden, lieber NLOC Vizepräsident, lieber NLSV Vizepräsident. Und ich möchte heute ganz besonders alle Olympioniken, die den Weg hierher gefunden haben, herzlich begrüßen und natürlich alle Sportbegeisterten. Liebe Tina, wir haben uns an dem Platz am 3. Dezember das letzte Mal getroffen, die Sportfamilie vom Liechtenstein. Da war nämlich die Nacht des Sports gewesen. Du hast persönlich leider nicht können da sein, aber wir können an dem Abend dürfen die zur Sportlerin des Jahres 2017 küren und wir dürfen auf der Grossleinwand mitverfolgen, wie du in Lake Louise den Super-G gewonnen hast. Das ist sicher eine tolle Veranstaltung gewesen, aber eben, es hat jemand gefehlt, jemand ganz Wichtiges und jetzt bist du gewesen. Jetzt, 2 Monate später, stehen wir wieder da und du hast einmal mehr deinen Willen, deine Kraft und vor allem dein Talent unter Beweis gestellt und darum dürfen wir heute hier alle zusammen feiern. Und ich möchte darum persönlich als Sportminister, aber auch im Namen von der Regierung und im Namen von allen, die hier heute anwesend sind, dir ganz, ganz herzlich gratulieren zu der Bronzemedaille, aber auch zum 4. Platz in der Abfahrt und das ein super Ergebnis. Damit hast du nicht nur Sportgeschichte fürs Liechtenstein geschrieben, sondern auch die erfolgreiche Sportgeschichte von deiner Familie um ein ganz tolles Kapitel ergänzt. Und wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich. Alle haben sich gefreut, rundum und ganz speziell auch die Skikolleginnen und Skikollegen von Tina haben sich natürlich auch gefreut. Wir werden uns anschauen. Liebe Tina, ich möchte von ganzem Herzen gratulieren zu deinem grossen Erfolg, zu deiner Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Nicht nur von mir, sondern vom ganzen Rotor-Team. Wir sind unglaublich stolz auf dich. Tina, wir sind so verdammt stolz auf dich! Hey Tina, I'm really proud of you. You did an amazing job getting bronze in the Super-G. Enjoy it. This is your time, so have fun. Cheers. Hey Tina! Gratuliere nochmal zur Medaille, du hast das richtig cool abgedruckt im Super-G. Viel Spaß halt beim Feiern, ich würde alles geben beim Feiern, so wie beim Rennen fahren. Also hau dir ein. Servus Tina, genieß es halt, feiert's gescheit. Tina, you're amazing, congrats on your bronze in the Super-G. You're my favorite Liechtensteiner and you're awesome, so I'm so happy for you. Der 4. Platz in der Abfahrt ausgerechnet, Dranghild. Ich glaube, das letzte Jahr war ich beide da in der Ferie gesehen, noch ein paar schöne Tage verbracht. Und als Dank dafür schnappst du dir noch einmal eine Medaille weg. Ja, sie darf nie mehr mal gut trainieren. wir verstehen uns mega gut. Es gibt sie so Spitzensportler, Freundschaften immer, dass man, auch wenn man noch so gut befreundet ist, es wird der Tag kommen, wo jemand jemandem etwas wegnimmt oder was auch immer. Aber ich sage es gerne nicht so, weil wenn sie zuerst gefahren wäre und ich danach und ich wäre als 4. Ziel gekommen, hätte man so nicht so angeschaut, dass sie mich vom Podest gestoßen hat. Von dem her macht es für mich jetzt nicht so Sinn, sondern sie ist besser gewesen, sind 3 besser gewesen an dem Tag. Es ist extrem knapp gewesen. Logisch, ich hätte 1/1000 schneller sein können im Super-G 16 in Abfahrt, dann wäre ich mit Gold und Bronze heimgekommen. Aber ich hätte auch können 1/100 längsamer sein im Super-G und wäre mit gern nichts heimgekommen. Und von dem her bin ich einfach nur sehr, sehr glücklich. Wenn man denkt, vor 8 Jahren 2010, das Verletzungspech im Vorfeld von Olympiade Vancouver, 2014 Verletzung als Favoritin in Sochi, jetzt 2018 in Pyeongchang hat es gelangt, hat es gereicht, du hast es gepackt, du hast deine Bronzemedaille geholt. Wenn man alle diese Sachen zusammenzählt, Revue passieren lässt, 10 Jahre, also Entschuldigung, die 10. Medaille für Liechtenstein, 30 Jahre nach der letzten Medaille,
man müsste ein Drehbuch schreiben, könnte man meinen, es wäre ein Märchen oder ein Rosamunde Pilcher-Roman. Jedoch, das Apfeltrennen selbst war ein knallharter Krimi gewesen. Wo dann aber noch mit der Startnummer 26, Esther Ledecker, ins Ziel gefahren ist, habe ich den ersten Moment gemeint, jetzt bist du in einem Horrorfilm. Hundertstel Sekunden habe ich entschieden über ersten Platz und dritten Platz. Und meine Nerven sind vermutlich schon lange nur so blank gelegen oder ich kann mich nicht erinnern, wenn es das letzte Mal der Fall war. Ich möchte dir im Namen vom Liechtensteinischen Olympischen Komitee recht herzlich gratulieren für deinen Erfolg. Ich möchte mich bei dir auch bedanken als Sportbotschafterin für Liechtenstein und als Vorbild für alle unsere jungen Skifahrer. Du bist das Beispiel dafür, dass es so in einem kleinen Land wie Liechtenstein möglich ist, an Weltspitze mitzumischen. Ist nicht selbstverständlich, aber du bist das Beispiel, dass es möglich ist. Ich möchte dir zum Abschluss noch viel Glück wünschen in der laufenden Saison und hoffe, dass wir die 2022 in Peking wieder am Start haben. Wäre natürlich super schön. Zum Abschluss möchte ich nicht vermissen oder versummen, an Martin Vögeli und an Marco Pfiffner für ihre Leistungen auch zu gratulieren. Und mich bei allen Trainern, Coaches und stillen Helfern im Hintergrund bedanken, dass wir so eine erfolgreiche Olympiade 2018 in Pyeongchang erreichen dürfen. Danke vielmals. Wir vom Skiverband mit den Skiclubs, mit dem LSV Rad wissen natürlich auch, was alles dahinter steckt. Schlussendlich muss man am Tag X, zur Stunde X, zur Minute X mal parat sein. Und wenn eins nicht ist, dann ist die Mühe umsonst, sage ich jetzt einmal. Und ja, wir vom Verband möchten dir natürlich auch recht herzlich gratulieren. Wir haben Vertreter von Orca, die das live miterlebt haben. Wir sind in regem Austausch mit ihnen, per WhatsApp, per E-Mail. Die haben uns Fotos geschickt. Wir haben die Emotionen auf dem Handy live miterleben dürfen. Und für uns ist es extrem wichtig, wirklich extrem wichtig. Und Tina ist das Vorbild, nicht nur auf der Ski, sondern auch neben der Ski. Man sieht jetzt bei den Jungen, man sieht jetzt im Albu, sie lebt der Sport und nochmal alles Gute und herzliche Gratulation. Niemand kann besser beurteilen oder kann besser fühlen, was der Tina die Olympiamedaille bedeutet als du. Ja, ist natürlich klar, wenn man das selber gemacht hat und selber gefahren ist, dann kann man da mitfühlen. Es hat aber auch geheißen, dass ich fast noch nervöser war beim Zuschauen, als wie dort, wo ich selber gefahren ist. Es ist nicht schlecht. Jetzt hast du bestätigt, das bist du gesehen, oder? Ja, das bin ich wirklich gesehen. Jetzt hat sie eine Bronzemedaille geholt. Du hast 4 Olympiamedaillen geholt. Holt sie die in Peking in 4 Jahren ein? Deine Prognosen sind, glaube ich, nicht gut zum Stellen. Dann lassen wir es. Weil eine Olympiade hat seine speziellen Gesetze, das haben wir jetzt heute wieder gesehen. Und es ist wirklich ein riesen Erfolg von ihr, dass sie als Anwärterin auf eine Medaille gemacht hat. Wie Tina schon gesagt hat, das muss alles zusammenpassen. Das geht oft um ein paar Hundertstel auf oder ab. Und ja, mir war es nie vergönnt. Und meine Kollegen sagen jetzt immer, es ist natürlich schon bitter, jetzt bist du in der Familie Nummer 3. Ich wollte nur noch schnell Danke sagen, euch allen, dass ihr gekommen seid. Und also, als ich auf dem Podest war, bei der Medaillenzeremonie, habe ich eigentlich das erste Mal so richtig tiefe Dankbarkeit gespürt. Nicht einmal, ich bin nicht nur froh gewesen für die Medaille selber, sondern mir sind all die Leute in den Sinn gekommen, die mich dorthin gebracht haben. Es sind so viele, die mich begleitet haben auf dem Weg. Es ist ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Und es gibt ein paar Leute, die extrem viel gemacht haben. Also kurzfristig, aber auch langfristig. Es ist mein Trainer da heute, der Charlie Pichler. Ich weiß gerne, wo er ist, aber er ist 5 Stunden hergefahren mit seinem Sohn und mit seiner Frau. Mein Servicemann hat es leider nicht geschafft, aber er hat auch einen riesen Anteil. Fabienne Frommel war auch dabei an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da ist, aber sie hat einen genialen Job gemacht. Dort hinten, ganz hinten ist sie.
Martina, meine beste Freundin, hat mir einen riesen Empfang gemacht, als ich zu mir zum Haus hergefahren bin, habe ich nur noch ein paar Löhne gesehen. Also danke für das so. Dann am Skiclub Schaar, wo ich halt Skifahren gelernt habe, und dann auch im Skiverband, wo ich seit so vielen Jahren so gut unterstützt werde. Der LOC, wie sie uns jetzt begleitet haben an das Spiel. Die WWP sind alle da, meine ganzen Freunde, Familie. Mein Bruder, der Tom, habe ich irgendwo gesehen. Und Martina hat auch noch etwas Schönes gesehen, wo es dann eben so knapp war mit der Hundertstel, nämlich dass die Oma, die Lore, auch dabei war und ein bisschen geholfen hat. Und ich glaube, wir sollten sie heute gut vertreten. König feiern. Wie hast du das erlebt? Ist jetzt emotional? Ja, ich war recht nervös davor, weil ich halt voll nicht wusste, was mich erwartet. Also ich habe Man hat nichts gesehen, was so passiert, und dann bin ich schon halt recht geflasht gesehen, wie viel das los ist, und ja, es ist recht überwältigend. Ganze. Sogar eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr, wo Doha 4 stattgefunden hat, nach dem WM-Silber in St. Moritz. Ja, voll. Also es ist natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gewesen, um es vorbereiten. Dort war es noch kurzfristiger gewesen, und sie haben es mega schön gemacht. Schaust du dir Talente an, wo die kleinen Knöpfe an, wo die anhimmeln? Was ist das für dich, wenn du bist ja vielleicht selber mal in dieser Situation gesehen, wo du jung und klein warst? Ja, ich habe natürlich Birgit Heb und der Büchsi so angeschaut. Und ich finde es cool, dass es halt immer noch so viele Kinder gibt, die auch im Skiclub sind und fahren und es gerne machen und vielleicht auch irgendwann mal besser werden wollen und vielleicht sogar in den Weltcup kommen. Ich glaube, es ist wichtig fürs Land, weil man hat jetzt auch wieder an den Olympischen Spielen gesehen. Es ist schon ein super Weg, das Land irgendwo zu zeigen, auch international. Und wenn wir gute Sportler haben, dann ist es sicher etwas Gutes fürs Land. Jetzt sind wir den Abend am Geniessen mit Ihnen, mit Eilen. Trotzdem hat man schon von China geredet, von Beijing. Sehen wir die dort nachher mal? Es ist jetzt gerade noch zu früh zu sagen. Es ist jetzt noch 4 Jahre weg. Also, jetzt habe ich zuerst noch über die Saison zum Fertigfahren. Es ist noch ein grosses Ziel von mir, die Super-Ski-Kugel zu holen, und dann schaue ich weiter. Aber ich kann es jetzt gar nicht sagen. Dazu wünsche ich mir alles Gute. Wir sind so mit dem Impf unserer Übertragung. Danke, Tina Weirater. Gratulation, geniesst den Abend. Wir gehen jetzt natürlich dann gleich zurück. Wir sind so mit dem Ende unserer Live-Übertragung. Sehr, sehr speziell gewesen, dass wir da alles so können erleben. Hautnah natürlich fürs Vaterland, für Komu.tv und für alle Internetportale. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen weiterhin noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.